Sayama Nationalpark vom 6. bis 15. August 2015. Nach unseren Bergtouren in der Cordillera Real um La Paz reisten wir nach Süden in den Sayama Nationalpark. Der Nationalpark hat seinen Namen von Boliviens höchstem Berg, dem 6542 Meter hohen Sayama. Diese Region im bolivianisch-chilenischen Grenzgebiet ist vulkanischen Ursprungs und beeindruckt besonders durch die über 6000 Meter hohen vergletscherten Vulkane Sayama, Parinacota, Pomerape, Acotango und Gualatiri. Aber auch heiße Quellen und Geysire gehören zu den Attraktionen dieser sonst sehr trockenen Gegend. Große Lama- und Alpaka-Herden weiden auf der etwa 4200 Meter hohen Ebene zwischen den Vulkanen. Von Westen weht fast unaufhörlich ein kräftiger Wind über den Altiplano, den wir während unserem Aufenthalt genügend zu spüren bekamen.